Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 3:1 Heimsieg unseres TSV Steinbach Heike gegen den FC 08 Villingen. 852 Besucher waren da. Vielen Dank jedem, der hier im Sibre Sportzentrum Haarwasen in Haiger war. Wir kommen zur Pressekonferenz. Auf meiner linken Seite Mario Kürz vom FC Villingen. Hallo Mario. Und auf meiner rechten Seite Hüsni Tahiri für den TSV Steinbach Heike. Herzlichen Glückwunsch zum Heimsieg, Hüs. Aber das erste Wort geht immer an den Trainer der Gäste. Ja, hallo zusammen. Erstmal Gratulation, Hüsni, Gratulation an Steinbach-Haiger zu der starken Leistung und zu diesem Sieg. Ja, vom Spielverlauf her, ich denke, man hat es gesehen. Ja, also Steinbach-Haiger hat uns von Beginn an mit hohem Tempo immer wieder unter Druck gesetzt. Ja, wir kommen durch eine Standardsituation, dann 1-0 in Führung, haben uns natürlich sehr in die Karten gespielt im ersten Moment. Aber Steinbach-Haiger hat da überhaupt nicht irgendwie in irgendeiner Form sich davon beeindrucken lassen, sind immer wieder mit hohem Tempo angelaufen. Für uns war es schwierig, dieses durchgehende Pressen dann auch in irgendeiner Form so aufzulösen, wie wir es gewollt haben. Für uns war klar, dass wir ein Stück weit natürlich unser Spiel anpassen müssen. Ja, wir haben damit gerechnet, dass wir hochgepresst werden durch den Ausfall unseres Stammkeepers. Ja, waren wir darauf vorbereitet, wollten dann diese Pressingzone letztlich auch überspielen, wollten mit unseren beiden Stürmern dann in die Ballbehauptung kommen, sodass man gegebenenfalls das Risiko, was Steinbach-Haiger dann auch spielt mit ihren Innenverteidigern, für uns nutzen können. Das ist uns leider nicht gelungen. Das hat einfach Steinbach-Haiger dann auch immer wieder gut verteidigt. Auch die zweiten Bälle, ja, waren einfach mit Tempo immer in Ballnähe dann auch. Und erste Halbzeit hatten wir noch 2-3 Momente, wo wir durchaus auch das Gefühl hatten, jetzt könnte man vielleicht nochmal ein Tor erzielen. Dem war nicht so. Ja, es kommt das 1-1 durch eine Standardsituation, dann abgefälschter Ball. Und das 2-1 dann einfach durch eine überragende Einzelaktion, ja, über die Nummer 11 zieht nach innen. Und mit seinem starken linken Fuß war uns auch bekannt, legt uns das Ding rein, 2-1. Nichtsdestotrotz waren auch noch viele andere Chancen vorhanden, die Steinbach-Haiger hätte machen können. Wir gehen in die zweite Halbzeit und zweite Halbzeit muss man einfach sagen, klar, da war es dann für uns noch schwerer. Ja, da war immer wieder dann auch Steinbach-Haiger deutlich schneller im Ballbesitz und hat uns auch da weiterhin durchgehend unter Druck gesetzt. Macht dann letztlich auch das 3-1. Wir haben noch einen Torschuss gehabt in der zweiten Halbzeit. Das muss man hier einfach sauber und auch wahrheitsgemäß reflektieren. Entsprechend waren wir heute, wie es auch Ergebnis sagt, 3-1. Steinbach-Haiger leider nicht gewachsen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das offene, ehrliche Statement. Was ich eben noch vergessen hatte, ich wollte noch gute Besserung wünschen für euren verletzten Spieler. Das sah ja leider nicht ganz so gut aus. Deswegen drücke ich die Daumen, dass das schnell wieder besser ist. Ja, vielen Dank an der Stelle, weil ich glaube, jeder hat es verfolgt. Unsere Verletztenliste ist wirklich brutal, trifft auch leider immer wieder Schlüsselspieler und so wie es aussieht, Tim Zölle, auch einer unserer Innenverteidiger, ja, der jetzt da sich auch wieder tendenziell schwer verletzt hat, ja, hat wohl das Knie verdreht, müssen wir jetzt auch wieder die Diagnosen abwarten. Aber da sind wir leider tatsächlich sehr gebeutelt. Ja, vielen Dank, nehmen wir gerne an und hoffen ebenfalls das Beste für den Tim. Dankeschön. Ja, und dann kommen wir zum Statement von Hüsni. Okay, danke erstmal für die Glückwünsche. Hallo zusammen und auch eine schnelle Genesung für die Verletzten, auch für den Stammtorhüter. Wir haben das logischerweise alles analysiert unter die Woche, wie viele Ausfälle ihr da hattet. Da hast du fast gar nicht mehr durchgeblickt, wer jetzt spielen könnte. Ja, und die Tabellenkonstellation, habe ich auch im Vorfeld gesagt, die ist unwichtig. In der Regionalliga kann jeder jeden schlagen. Und heute, ja, die Anfangsphase war zwar gut, dominant, aber wenn er dann in Rückstand gerät mit einer Standardsituation, ja, dann guckst du dich erstmal an. Gut, wir sind bei uns geblieben, haben weiter unser Spiel durchgezogen, machen dann auch die zwei Tore, hatten auch viele Abschlüsse. Wir hätten mit dem Ball vielleicht ein bisschen disziplinierter sein können. Ja, ich will nicht jetzt meckern auf hohem Niveau. So im letzten Drittel den Abnehmer zu finden, aber die Abschlüsse waren da und ja, das Pressing werden wir immer weiter so durchspielen und die Jungs wissen, dass ich oder wir denen im Nacken sitzen, auch im Gegenpressing, dass wir das immer fordern, einfordern im Training und das haben die gut umgesetzt, ruhig geblieben, rechtzeitig die Tore gemacht, dann gehst du halt mit 2-1 in die Kabine und weißt, dass es halt ein komisches Ergebnis ist, das heißt komisch jetzt positiv, ja, aber ein Tor und dann kippt so ein Spiel wieder in eine Richtung, auch wenn du die zweite Halbzeit klar im Griff gehabt hast. War ich dann sehr froh und wir waren sehr froh, dass Justin dann das 3-1 macht, was der vorne oder die letzten Wochen auch aufreißt und abreißt, läuferisch. Hebe ich jetzt einfach mal hervor, mache ich selten, ist schon aller Ehren wert.
Und das erwarte ich dann auch irgendwo von den ganzen Kader, ja, auch die Jungs, die reinkommen, erwarten wir das, weil nur so wirst du eine richtige Einheit. Unter der Woche war es schwierig, wir hatten viele Angeschlagene, heute haben viele Jungs angeschlagen gespielt, mit Nasennebenhöhlenentzündungen und nochmal charakterlich einwandfrei die Mannschaft. Ich bin jetzt 12, 13 Jahre hier, aber so eine charakterlich starke Mannschaft habe ich noch nie vorgehabt und das macht Spaß für uns alle auf viel mehr in die Zukunft und hoffen, ja, dass wir weiter diesen Weg führen können. Ich möchte auch gar nicht über irgendeine Serie sprechen. Das macht man im Fußball nicht. Wir haben heute einen Gegner gehabt, der vielleicht unten im Keller steht. Ja, aber das heißt nichts. Wenn man die Namen irgendwo auch durchliest, dann ist das auch ein Regionalliga-Gegner, wo du erstmal bespielen musst. Und das haben wir gemacht. Wir haben schon an die 100% gegangen heute. Es ist nicht so, dass wir mit angezogener Handbremse gespielt haben. Das muss man auch sagen. Und ja, diesen Weg wollen wir weiterführen. Und wir sind total stolz auf die Mannschaft. Und einordnen sowieso, immer ganz normal einordnen und vernünftig und bereiten uns jetzt auf Gießen vor, wie ich immer oder wir immer gesagt haben. Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen und am Ende der Saison schauen wir, was am Ende bei rauskommt. Irgendwelche Ziele immer rauszuhauen, ist völliger Blödsinn, meiner Meinung nach. Und wenn wir das weiter so machen, dann kann am Ende und so intensiv spielen und so intensiv trainieren, dann kann am Ende auch nur was Gutes bei rauskommen. Allen einen schönen Oktoberfest, die Woche, nächste Woche und danke, bis bald. Ja, Hüss, auch dir vielen Dank für dein Statement. Dann schaue ich mal, gibt es eine Frage von der Presse? Dem ist nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimfahrt, auf dass sich alle Spieler von euch schneller erholen möchten. So ist es am besten ausgedrückt. Und eine gute weitere Saison. Und ja, für uns geht es, wie du es gesagt hast, nach Gießen, Mittelhessen Derby, 19. Oktober in Gießen. Wir bieten wieder ein tolles Paket für einen Fanbus an, also meldet euch an, kommt mit, unterstützt den TSV in Gießen und ansonsten noch ein schönes Wochenende. Tschüss.